um die Ecke wohne, habe ich mich dann mal hier hingesetzt mit 10 Ketten. Und dann lief das ganz gut und dann habe ich halt angefangen mehr zu recherchieren. Sollte für den kurzen Zeitraum und man kann eigentlich sagen, wir waren ziemlich überwältigt, wir haben uns eigentlich was anderes vorgestellt unter Berlin, aber es wurde eigentlich noch besser, oder? Es wurde total getoppt und wir haben auch total die Szene gesehen, also die Hipster-Szene in Kreuzberg zum Beispiel, wo wir Schwarzlicht-Minigolfen waren, das war echt eine Welt für sich. Und sonst, also was mir am besten gefallen hat, was mein Highlight war, war auf jeden Fall die Assisi-Panorama-Ausstellung. Ja, mein Highlight war eigentlich die Bustour. Mit dem VW-Bus. Ja, da haben eigentlich mehr Leute Fotos von uns gemacht, als wir von der Umgebung gemacht haben. Aber wenn man jetzt den Unterschied zu Wien sieht, es ist einfach viel größer, es ist viel mehr. Man merkt, dass in der Stadt schon wahnsinnig viel passiert ist. Ja, und nächste Woche geht es dann auch weiter, diesmal nach Schleswig-Holstein mit dem Isidor und der Miriam. An die Ostsee. An die Ostsee. Und da seht ihr wieder, was die dort so erleben. Und nähere Infos findet ihr dann auf germany.travel/hotspots, also immer da reinschauen. Da gibt es auch viele coole andere Dinge. Da können sie mitverfolgen und eine Reise auch an die Ostsee gewinnen. Also auf jeden Fall den Hinweisen von den beiden folgen. Ja, es wird sicher auch eine coole Woche. Schaut's vorbei. Ja. Wir hoffen, ihr kommt bald nach Berlin. Ja, tschüss. Ciao.